Hallo und herzlich willkommen zusammen zu Thief, dem der Neuauflage von The Dark Project, was 1998 erschienen ist. Das ist schon so lange her, dass ich mich kaum noch dran erinnern kann, worum es da ging. Ich habe die ersten beiden Teile gespielt. Es waren Stealth-Spiele aus der Ego-Sicht und man hat Garrett, den Meisterdieb, gespielt und man hat genau das getan, wie das Spiel heißt, und zwar man ist auf Beute zugegangen. Und wir werden uns das zusammen mal angucken, denn der neue Teil ist kein reines Stealth-Game mehr, sondern soll mehr ein Action-Spiel mit Schleicheinlagen sein. Deswegen möchte ich mir das erstmal angucken, ob ich das überhaupt komplett durchspielen werde. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Dieb, eine normale Balance für erfahrene Diebe, die gerne ein gewisses Risiko eingehen. Gegner sind fähig und aufmerksam. Ach, Gegner sind fähig. Okay, das heißt, hier sind Gegner dumm. Ah ne, schwach. Ressourcen sind erschwinglich und ausreichend vorhanden. Die Fokusanzeige lädt sich schnell. Ne, wir machen mal die. Kannst den Schwierigkeiten nach dem nicht mehr ändern. Ja, komm. Suche in der Umgebung nach Flaschen oder Gläsern. Anschließend kannst du sie werfen, um Gegner abzulenken. Alles klar. Eine Sache hat mich diese Stadt gelehrt. Alles hat seinen Preis. Geheimnisse, ein Ruf, ein Leben. Und Vertrauen? Wenn du um etwas bitten musst, kannst du es dir nicht leisten. Andererseits spielt das für jemanden wie mich wohl keine Rolle. Sagen wir mal so, wann habe ich je für etwas bezahlt? Der Fall. Ach, guck mal an. Ich glaube, da hat einer ein bisschen zu viel gesoffen. Abend des Midsommertagfests. Ich glaube, in den ersten zwei Teilen war nie wirklich bekannt, wie die Stadt heißt. Ich glaube, da ist immer nur irgendwie auf die Stadt oder so verwiesen worden. Das sieht doch ganz schnieke aus. Man hatte immer so Sachen wie irgendwie Knüppel. Was hatte man? Und die Pfeile natürlich. Man hatte auf unterschiedlichen... Ah, man sieht seine Füße, das ist ja cool. Das ist nämlich auch wichtig, weil auf unterschiedlichen Bodenflächen macht man unterschiedliche Geräusche. Das ist zum Beispiel sehr viel leiser hier als hier. Hammer, nice. Da haben wir schon die ersten Sachen, die wir klauen können. Das ist meins. Oh, 6 Gold. Hammer. Ich kann auch gar nicht... Achso, doch, ich kann schleichen. Man duckt sich dabei ja gar nicht. Also man läuft einfach nur langsam. Was haben wir denn da Schönes? Was ist das denn? Na egal. Glänzt. Her damit. Shiny, shiny. Junge, nicht wach werden. Ah, eine Uhr. Ja, kann ich mal brauchen. 20 Gold. Das sah aus, als wäre das aus purem Gold. Ich dachte, ich wäre jetzt reich. Was haben wir denn da Schönes? Ein Füller. Okay. Mal gucken, mal, was der Junge sonst noch hat. Haben wir eine Schere. Oh. Flachmann. Endlich habe ich meinen Satz. Können wir die Sachen noch wieder zumachen? Hat das irgendeinen Sinn? Vielleicht sind wir dann weniger auffällig? Ich weiß es nicht. Herzenständer. Wartet schon. Ah ne, da blinkt doch noch was. Schön leise sein, der soll ja nicht wach werden. Untertasse. Boah, haben wir schon fast 100 Gold zusammen. Da liegt da noch was. Nee, noch muss ich nicht klettern. Taschenporträt. Wartet? Nö, hier haben wir ja noch einen ganzen Schrank. Parfümflakon. Ja. Guck mal an. Die ersten 100 Gold sind erbeutet. Hammer nice. Drücke Steuerung. Ja, ich habe die Steuerung vertauscht. Kennt ihr ja, ne? Springen auf Steuerung. Ducken auf Leertaste.
Ah, sehr schön. Man kann die Lichter wieder ausmachen. Haha. Da hatte man früher auch so Pfeile für, so einen Wasserpfeil. Oder ein Graspfeil, der hat dann hier so Moos gemacht, damit man nicht so laut ist. Aber ich glaube, wir sind jetzt hier fertig. Oder hat er im Bett irgendwie... Hat er hier irgendwo noch was? Aha, aha. Geschmackvoll. Oder auch nicht. Wir können heute nicht auf die Flasche treten. Hier ist es zu hell. Machen wir es uns etwas gemütlicher. Och ja. So, ich glaube, wir können hier raus. Ich glaube, der wird auch nicht mehr so schnell wach. Ich hoffe, ich kann den nicht runterfallen. Sollen wir das mal ausprobieren? Nee, probieren wir noch nicht aus. Das merken wir schon früh noch. Halte E. Ach ja, direkt rein ins nächste Häuschen. Man kann das Spiel natürlich auch mit Controller spielen. Ich werde das mal mit Maus und Tastatur versuchen. Weil immerhin, das ist ja aus der Ego-Sicht. Alldale-Brücke. Hey, das glänzt. Kann ich das nicht mitnehmen? Da können wir nicht raus. Liegt hier irgendwas? Oh. Könnte ein bisschen laut gewesen sein. Ich hoffe, es ist niemand zu Hause. Plötzliche Bewegungen in der Nähe von Vögeln führen dazu, dass sie sämtliche Personen in der Nähe alarmieren. Oh, das finde ich aber nicht so geil. Ja, der eine oder andere Vogel ist ja hier. Wieso sind denn da so komische Kantenglätte? Okay. Also ich spiele eigentlich auf 1080p mit Very High Einstellungen. Keine hastigen Bewegungen. Plötzlich... Ja, ja, ist ja gut. Links vorbei. Lalala. Hallo Vögelchen. Da mag wohl jemand Vögel. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Das sollte ich mir ansehen. Piep, piep, piep. Da ist da bestimmt ein Safe hinter. Bewegt die Maus, um nach versteckten Inhalten hinter Rahmen zu suchen. Ah, cool. Man kann jetzt den Rahmen einmal so abgehen. Da. Da haben wir da was. Hallo. Und jetzt braucht man Dietrich. Bewege die Maus, um den Ansatzpunkt der einzelnen Stifte zu finden. Aha. In welche Richtung? Da. Moment. Da. Oh, das war aber einfach. Die Dächer Straße der Diebe. Hoffentlich ist das nicht der, von dem ich denke, dass er es ist. Okay, wir haben einen Konkurrenten. F1. Was haben wir denn da Schönes? Sammlerstücke. Aha, Collectibles. Unikarte. Das funkelnde Federkleid. Ein vergessenes Andenken an Lady Christinas feierwütige Jugend vor dem Unfall, seitdem sie wie besessen für verletzte Vögel sorgt. Hammer. Was können wir sonst? Oh, wir haben eine Karte. Ja, da können wir ja viel drauf erkennen. Achso. Sehr schön. Garrett. Achso, damit zoomt man auf Garrett. Okay. Spielfortschritt. Gemeisterte Kapitel in jedem Spielstil. Aha, aha. Ja, wir sollten langsam hier weg. Die Vögel haben ein bisschen viel Krach gemacht. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ah, drücke 8, um einen Selfie auszurüsten. Halte Z. Was? Ah, okay, da werden wir dann auf diverse Dinge hingewiesen. Der sieht ja witzig aus.
Drücke Stürme, um zu springen. Mit W kannst du den Schlüssel nicht laufen. Ja, alles klar. Oh. Aaron. Natürlich. Geht's beim nächsten Mal noch etwas lauter? Hallo, schöne Frau. Wie hättest du sonst gewusst, dass ich es bin? Besso hat dir gesagt, dass wir zusammenarbeiten, oder? Tja, ich bin gekommen, also was denkst du? Ich denke, du hast dich nicht verändert. Komm schon, das wird wie früher. Ja, alles klar. Spielen wir jetzt, wer ist der bessere Dieb? Ich krieg dich! Wow. Schön, dass du es geschafft hast. Hast du die Route genommen, weil sie schnell war oder weil sie Spaß gemacht hat? Geht nicht auch beides? Komm schon, erledigen wir Bessos Auftrag. Lichtkristall. Der Lichtkristall in der linken unteren Bildschirmhälfte zeigt an, ob du zu sehen oder in den Schatten verborgen bist. Stehst du im Schatten, bist du schlechter zu sehen. Und darum ist wahrscheinlich meine Lebensanzeige. Verhalte dich geräuschlos und bleibe außer Sicht. Hast du nicht vor, in den Schatten zu bleiben, Lady Lampenschein? Hab mich nur umgesehen. Ich weiß, du gehst gerne raus. Was ist denn der übliche Ort? Zwei nichtsahnende Wachen. Alles klar. Geldbörse, haben wir nice. Die liegt einfach mal so rum. Ich denke, die Fackel werden wir nicht einfach ausdrücken. Du solltest dir auch so ein Ding besorgen. Wir sehen uns dann drüben. Da komme ich dann wohl nicht weiter. Laden wir ab, ey, Cheater. Tag vorbei ist. Warum trinken wir nicht erst noch einen Schluck? Wir können den ja, trink mal einen Schluck. Stehen lassen. Heute ist ein Feiertag. Alle Diebe der Stadt liegen besoffen unter irgendeinem Tisch. Genau wie die Wachen. Ich will nicht wieder mit einem betrunkenen Wachmann diskutieren. Also wir können uns nicht einfach hier ducken, sondern müssen im Schatten bleiben und hoffen, dass uns keiner sieht. Und dass uns keiner sieht, wie wir jetzt ganz schnell die Leiter da hochgehen. Aber erst den Silberbecher da noch mitnehmen. Gehört das Herzklopfen zur Musik oder wirklich zum Charakter? Gefällt dir die Kralle? Hab ich selbst gebaut. Das wird die Wachen sicher beeindrucken. Die haben uns garantiert gehört. Die müssen mich erstmal kriegen. Halt einfach die Augen offen. Wir sind nicht hier, um uns umzusehen, Garrett. Alles, was zählt, ist die Beute. Ja, man kann sich doch ducken. Guck mal an. Da könnte man doch jetzt super einen Seilfall reinschießen, oder nicht? Du klaust aber schon noch, oder? Ich hab schon gestohlen, als du noch in den Windeln lagst. Das ist der Garrett, den ich kenne. Wie wär's mit einem Wettkampf? Wer am meisten einsackt, gewinnt. Das ist eine ziemliche Rotzgöre, habe ich so das Gefühl. Ja, da oben kommen wir wohl nicht rein. Moment mal, wieso ist das denn so gezoomt? Ah, ist klar. Gegenstände mit dem Schlagstock zu... Mit dem Schlag... R? Okay. Das heißt, mit R ziehe ich einmal eine über und nicht mit linker Maustaste. Ah, mit linker Maustaste benutze ich den Bogen. Okay. Also Mili. So richtig dunkel ist das aber irgendwie nicht. Sieh mal, was ich gefunden habe. Wir beide abends in der Stadt. Warum haben wir damit aufgehört? Weißt du das wirklich nicht?
Ja, komm. Ist doch kein Problem, der Sprung. Wohnung des Voyeurs. Hallöchen. Da haben wir schon mal nix. Hammer. Yay, eine Schere. Ah, ich kann die Schlüssellöcher spähen. Okay, hier ist kein Schlüsselloch. Da ist ein Schlüssel. Ein Armreif. Boah, der muss ja wieder die Megataschen bei sich haben. An Orten, an denen ich nicht willkommen bin, versuche ich nicht aufzufallen. Und davon gibt es eine Menge. Die Stimme kommt mir auch wieder so bekannt vor. Also es ist niemand zu sehen. Ja, das ist das gleiche Gemälde, nur in klein und rund. Wie eben. Ach, guck mal an, das sieht doch ganz super aus. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? So, schön dicht zwirbeln. Alles klar. Oh, wir können auch spähen. Ach so, Hammer. Ja, dafür brauchen wir das nicht. Ich denke, hier wird eh keiner zu Hause sein, oder? Ja. Fernrohr. Oh, hier ist ein Brief. Ist schwer, Tagebuch des Voyeurs zu wahren. Dokumente. Was machen wir damit Schönes? Madame Flor, Beziehung zu Wachmann wird fortgesetzt. Ehemann immer noch absenden. Anonymen Brief abschicken. Haha, okay. Der hat wohl nichts anderes zu tun, als ständig Leute zu beobachten. Im untersten Stockwerk muss ich verborgene Wandtresor befinden. Links von der Treppe? Ständig gehen wertvolle Gegenstände durch seine Hände. Aber ich sehe ihn, ja, okay. Wusste doch, dass er nichts Gutes vorhat. Paxman. Nichts seit mehreren Tagen. Verstorben? Habe nie Verwandte gesehen. Geld vererben? Alles klar. Tintenfass. Der versucht doch echt alles zu verticken. Kannst du nicht noch die Kerze mitnehmen? Nix drin. Schade. Was sind die denn alle so arm, die Leute? Erstmal Tür zu machen. Oh, macht er aber schön leise. Das ist gut. Und die rauchen alle Pfeife. Und die haben alle ein Grammophon. Dicke Truhe. Ein Becher. Okay. Der Ring ist 6 Gold. Hammer, aus dem Kaugummi-Automaten. Na, das war hier in der Wohnung schon. Ans Gemälde oder so, ja, da passt kein Tresor hinter. Wenn du schon wie ein Wachmann auf die Straße pinkelst, geh wenigstens aus dem Licht. Hier kann dich jeder sehen. Das Bier muss irgendwo hin, Schatz. Ich hab's nur aufgewärmt. Abgesehen davon, siehst nur du zu. Kaum zu glauben, was für ein guter Fang du mal warst. Komm schon, kosten wir mal diese Entenflügel. Ja, Entenflügel klingt lecker. Joa, Ente klingt lecker. Ich weiß gar nicht, was das für ein Zeitalter sein soll. Licht. Ich denke, das können wir nicht ausmachen, selbst wenn wir Pfeile dafür hätten. Lichter hinter Gittern ist immer schwierig. Den Übergabeort. Aha. Die Vasen sehen teuer aus. Das heißt, hier gibt es doch was zu holen, bestimmt. Oh Gott, da ist ein Vogel. Erstmal Becher einsacken. Oh, man kann beide Schubladen aufmachen. Ah, okay. Ich dachte, es geht immer nur eine, die automatisch anvisiert wird. Ah, sehr gut. Da muss ich mal ein bisschen drauf achten. Irgendwas in der Uhr? Nein. Die Truhe ist schon leer.
Können wir den Vogel eigentlich auch abmuchsen im Falle des Falls? Nein. Okay, das Spähen bringt aber wirklich... Naja. Ich hoffe mal, man wird da nicht gesehen. Wie viel hast du gestohlen? Es geht nicht um wie viel, sondern um was. Und auch um das Wie. Dieses Urkraftstein-Ding, das Besso will, ist anscheinend im Zeremonienraum von Northcrest Manor. Heimstatt des Barons. Das wird schwierig. Besorgt? Ja, solltest du auch sein. Keine Sorge. Ich spring für dich ein. Das Ding wird mit jeder Sekunde komplizierter. Ziemlich viele Wachen. Und die sind bestimmt nicht zum Sommerfesttanz hier. Viele Wachen heißt viele Waffen. Diebe und Schwerter. Das ist schlecht. Ich hatte nie Probleme mit Schwertern. Ich bin aber auch nicht bloß ein Dieb. Schleiche durch die Gärten, verhalte dich geräuschlos und bleib sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufgibt. Außerdem sehen wir ohne Licht nichts. Die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner von uns kennt sich mit allen Experimenten seiner Lordschaft aus. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. Laufe ich den. Schleiche dich langsam von hinten an den Wachmann an, ducke dich, um nicht entdeckt zu werden. Soll ich denn jetzt lieber geduckt laufen oder schleichen? Jetzt zwiebeln wir dem einen über. Achso, nee, wir bestehen Johnson, den. Komm mal her. Na? Kannst du mal dem Neuen helfen? Er versucht seit 10 Minuten eine Feuerschale anzuzünden. Sehe ich aus wie sein Vater? Mach schon, bevor er sich selbst anzündet. Bewegung geräuschvoll, halte leer, um dich langsamer und leiser zu bewegen. Okay, dafür ist das dann da. Dann reicht's wohl scheinbar, dass ich die ganze Zeit geduckt laufe und auf bestimmten Oberflächen muss ich dann einfach schleichen. Geh zu den Behältern in die Wasserpfeile an. Wasserpfeile. Na, guckst du hier hin? Nö. No. 3, 2, 1, meins. Drücke 6, um den Wasserfall auszurüsten. Auch liebe Leute, woher soll ich denn später noch wissen, welche? Ah, okay. Auf offene Flammen, um diese zu löschen. Ah, das ist doch wie in Dark Project 1. Verdammter Luftzug. Wieso müssen Feuer immer runterbrennen? Ah, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich werde irgendwie meine Gamma-Einstellung noch ein bisschen anpassen müssen. Das kommt mir noch sehr hell vor, das Spiel. Geilen Aschenbecher. Wie verkauft man denn sowas? Das verdammte Feuer geht ständig wieder aus. Du würdest nicht mal eine Fackel zum Brennen kriegen, Junge. Ich zeig dir, wie man das macht. Wenn das Feuer keine Luft kriegt, brennt es nicht richtig. Das weiß ich auch. Ich stamme aus einer Köhlerfamilie. Ach ja? Ein ziemlich seltenes Handwerk, seit es die Fabriken gibt. Komm schon, was? Ich muss ihn ausschalten. Schnell, lautlos. Kabäm! Kann ich die Leiche tragen? Ja.
Oh, Leichen wegschaffen, das ist immer sehr gut. Und sehr wichtig. Was sollte das eben? Warum hast du ihn getötet? Er war kaum älter als du. Er war ein Wachmann, Garrett. Falsche Zeit, falscher Ort. Du hast dich nicht verändert, was? Und du hast noch niemanden getötet. Ich töte nie. Ohne guten Grund. Und ich lasse mich nicht dafür bezahlen. Also darfst du töten, ich aber nicht. Alles klar, ich hab's verstanden. Dieser Junge wird nicht mehr aufwachen, um uns später Ärger zu machen. Bevor irgendjemand aufwacht, bin ich normalerweise längst über alle Berge. Die gefällt mir echt nicht. Die wird nur Ärger machen in Zukunft. Ich kann es doch jetzt schon sehen. Ist sie jetzt beleidigt oder was? Erstmal durchs Schlüsselloch gucken. Ach, das ist nur wieder eine weitere Gasse dann. Okay. Wenn du unbedingt weg willst, sollte ich vielleicht vorausgehen. Ah, da haben wir das. Okay, Schlösser knacken ist echt nicht schwer. Ich denke mal, das wird später dann nur auf Zeit laufen, bevor man entdeckt wird, oder? Du hältst mich auf. Diese verdammte Kralle hält dich auf. Triff Erin auf dem Dach. Bleib außer Sicht. Drücke ihr, um eine Flasche von der Kiste zu nehmen. Drücke 0, um sie auszurüsten. Naja. Ich schau mal in die Flasche. Wirf sie weit genug von der Waffe weg, um sie abzulenken. Ah. Aber man kriegt sogar die Flugbahn angezeigt. Oh, werfen wir mal da hinten hin. Was kann das gewesen sein? Ja. Das nehmen wir noch mit. Schon sind wir an der Wache vorbei. Hallo? Jetzt sucht er nach uns. Das ist natürlich nicht so geil. Was haben wir denn da? Vielleicht habe ich gar nichts gehört. Ja. Halt! Wow, what the fuck? Da hat er mich gesehen. Wie frech. Ah, ein bisschen unvorsichtig. Verdammte Axt. Machen wir ganz normal. Also noch sind wir komplett im Schatten. Dann gehen wir in die andere Richtung. Wer war das? Ist da jemand? Komm raus, hier stehen wir doch auch im Schatten. Sehen kann. Dann waren wir nur zu nah an ihm dran. Vielleicht habe ich gar nichts gehört. Da hinten blinkt noch was. Verdammt. Dreht er sich denn manchmal um? Ja. Ah, Münzen. Hammer, die geben ein Gold. Das war jetzt... Ja, okay. Wo ist er denn? Steht er mit dem Rücken hier hin? Ja. Leise, leise. Nein, nicht spähen, du sollst da hoch. Oh, heilige Alarmglocke. Wenn du so weitermachst, läufst du dir noch die verdammten Stiefel durch. Es geht um ein Mädchen. Sie will mich ihrem Vater vorstellen, aber er weiß nicht, dass ich bei der Wache bin. Und? Die Stadtwache steht für Ehre und Respekt. Ich weiß, Sir. Aber er glaubt dieses verdammte Gerücht, dass wir korrupt sind. Ach, tut er das? Dann solltest du ihm mal in seinen fetten Arsch treten, Junge, oder? Sir. Echt mal, tritt ihm mal in seinen fetten Arsch. Da unten blinkt was, das will ich haben. Wo geht der denn lang? Der geht hier rechts an der Kiste lang, da hinten hin und dann... Geht der den gleichen Weg zurück? Ja, verdammt. Der andere Typ, der guckt die ganze Zeit hier in die Richtung. Das heißt, wenn ich die Leiter runterkomme und da ist Licht, dann bin ich geliefert. Aber da müssen wir halt einfach schnell sein. Eins! Oh,
schnell, 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 nein! Fuck, doch zu langsam. Kann ich dir noch Flaschen mitnehmen? Also mehr als eine? Ich habe nie ausprobiert. Ah, okay, werde ich auch nicht können. Na, wir gehen mal weiter. Oder? Leuchte ich die Nummer? Ja, hey, da hinten ist doch noch eine Kiste. Aber vielleicht brauche ich die Wasserpfeile noch. Uh-oh. Na, dann gehen wir weiter, komm. Ja, da müssen wir hoch, da dachte ich mir schon fast. Hallo. Hast du Angst, dass ich dir zuvorkomme? Ginge mir ähnlich, schätze ich. Ich habe Angst, dass du uns beide umbringst. Ich kann auf mich aufpassen, okay? Ich kann mich damit schneller bewegen, schneller klettern. Schneller töten und schneller Fehler machen, schon klar. Du hast es nicht im Griff. Deshalb bin ich besser. Finde dich damit ab. Machen wir einfach unsere Arbeit. Stiel Erins Kralle. Alles klar, nice. Ja, machen wir. Und zwar ohne dieses Ding. Oh, das wird bestimmt noch Probleme geben. Ja, und das war die erste Folge. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen wieder.